Hallo und herzlich willkommen zu Elite Dangerous mit eurem Kaffeefilter. Heute in meinem ersten Tutorial-Video erkläre ich euch die Cockpit-Ansicht und was wir dort für Anzeigen haben und wofür wir die eigentlich brauchen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und arbeiten uns von links nach rechts vor. Ganz links außen seht ihr eine Anzeige, eine Informationsanzeige über euer anvisiertes Ziel. In diesem Fall ist es bei mir ein Raumschiff, was sich wahrscheinlich in der Station oder hinter der Station befindet. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, ist aber auch egal. Auf jeden Fall sehen wir die Entfernung zu diesem Ziel. Das sind nämlich abnehmende 1,7 Kilometer zu diesem Zeitpunkt. Wir sehen den Namen des Spielers, oder in dem Fall ist es ein NPC-Schiff, weil sonst steht dort Commander Luke Zedman. Wenn einfach nur Luke Zedman da steht, ohne den Zusatz Commander, handelt es sich um einen NPC-Spieler. Ach, guckt an, da ist er. Fliegt gerade an uns vorbei. Wir sehen sein, ich sag mal, Skill-Level oder sein Level der Gefährlichkeit. Das ist bei ihm Novize. Desto mehr Schiffe er schon besiegt hat in irgendeinem Kampf, desto höher steigt dieses Level bis maximal Elite. Und wir sehen sein Record sozusagen in diesem System zumindest ist sauber. Das heißt, er hat keinen Kopfgeld auf sich vereint momentan. Er ist in diesem System nicht gesucht und deswegen würde er jetzt eine Attacke unsererseits auf diesen Spieler auch als Überfall gewertet werden. Und wir selbst würden eine Strafe erlangen, beziehungsweise halt ein Kopfgeld auf Kopfgeld ausgesetzt werden. Ja, rechts daneben, jetzt ist er übrigens gerade gelandet, jetzt sehen wir es nicht mehr. Ich wechsle mal das Target, da war zum Beispiel die Raumstation. Man sieht, die dreht sich auch mit, rechts daneben in diesem 3D-Hologramm. Wenn ich jetzt mal das andere Schiff hier auswähle, dann sehe ich, okay, das ist jetzt so eine Art NPC-Polizeischiff, die in diesem System patrouillieren. Ich sehe da Master, sprich, dieser NPC-Einheit ist schon relativ geskillt. Und natürlich, das ist sauber, es ist ja so eine Art Polizeieinheit. Rechts daneben bei dem 3D-Hologramm sehe ich jetzt allerdings noch mehr. Ich sehe diese blauen Kreise darum. Das ist oder sind seine Schilde, die natürlich geladen sind. Und ich sehe darunter eine Präsenzanzeige von 99%. Damit ist seine Struktur gemeint, seine Hüllenstruktur. Wenn ich jetzt ihn angreifen würde, dann müsste ich natürlich erst die Schilde runterschießen. Die werden dann rot bzw. grau und verschwinden komplett. Und wenn die dann weg sind, kann ich die Hülle beschädigen, bis er dann eben kaputt ist oder eben wieder die Schilder online gekriegt hat, wie auch immer. Wiederum eins rechts daneben seht ihr diese, ich sag mal, diesen kleinen Kompass mit diesem Kreuz drin und diesem blauen Punkt. Das ist ein Kompass, der euch angibt, wo im Verhältnis zu euch sich dieses anvisierte Ziel befindet. In diesem Fall ist es praktisch genau vor uns jetzt. Also er wird irgendwo hinter oder in dieser Station sein. Aber ich kann ja einfach mal die Station auswählen jetzt wieder. Das macht ja keinen Unterschied. Was haben wir denn? Station. Da, direkt vor mir. Wenn das Ziel jetzt unter uns ist, oder frontal, aber unter uns ist, ne, wandert der Punkt nach unten. Wichtig ist, wenn das Ziel sich hinter uns befindet, haben wir auch einen Punkt, der ist aber nicht ausgefüllt. Der ist dann nur so umrandet. Jetzt weiß ich, dass das Ziel sich genau hinter mir befindet. Und wenn ich also jetzt dort im Kampf mit irgendjemand wäre, wüsste ich, okay, ich muss dieses Ziel schaffen, vor mich zu bringen. Ich lange noch drehe. Zack. Der Punkt füllt sich. Da ist es. Habe ich es wieder vor mir. Wunderbar. Gut. Wieder eins rechts daneben. Dort, wo die 46% stehen, habt ihr die Anzeige eures Hitzeausstoßes. Das ist dieser Balken, der so links geschwungen um dieses Radar herum ist und oben drüber eben diese 46% stehen. Dieser Hitzeausstoß ist praktisch eure Signatur im Weltraum. Sprich, die Sensoren der anderen Spieler und anderen Schiffe können sozusagen euer Schiff orten dadurch, weil eure Systeme ja Wärme produzieren und diese Wärme ausgestoßen werden muss ins Weltall. Also würdet ihr halt überhitzen. Und mein Ausstoß momentan liegt bei 46%. Der Ausstoß steigt natürlich, wenn man
Dinge macht, wenn man sich zum Beispiel bewegt. Jetzt steige ich langsam an, weil ich meinen Schub aktiviert habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Booster noch reinhaue, steigt mein Hitzeausstoß immer weiter. Und wenn mein Hitzeausstoß steigt, bin ich halt besser sichtbar auf den Scannern, auf den Radars von anderen Spielern. Wenn dieser Hitzeausstoß, ich bremse mal wieder ab, wenn dieser Hitzeausstoß über 100% hinausgeht, was er durchaus tun kann, kommt ihr langsam in einen Bereich, wo das Ganze euch auch Schaden am Schiff verursachen kann. Also bei 100 passiert noch nichts, aber so ab 110, 120 kommt ihr in einen Bereich, wo Schaden an eurem Schiff entsteht. Dann seht ihr auch, dass Funken in eurem Cockpit rumsprühen, dass eure Struktur nachlässt und ja, ihr nehmt halt Schaden und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr diesen Hitzeausstoß wieder reduziert. Ich kann euch das Ganze sogar mal gerade vorführen, wenn ich jetzt den richtigen Knopf finde. Nein, das war der falsche. Da ist der richtige. Jetzt habe ich das Silent Running aktiviert, einen stillen Flug. Jetzt, ich erkläre später mal noch genau, was das ist und wofür man das braucht, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ich jetzt meine Außenklappen geschlossen habe und die Hitze, die mein Schiff generiert, nicht mehr ins All abgelassen wird, sondern die wird jetzt sozusagen einfach im Inneren gespeichert, kann nicht mehr abweichen. Jetzt seht ihr, ich bin über 100% mittlerweile schon, was die Hitze angeht. Ich kriege schon eine Warnung, dass mein Heat Level critical ist. Und jetzt gleich fangen an, Funken zu fliegen und meine Systeme Schaden zu nehmen. Kann nicht mehr lange dauern. Na? Es hält aber diesmal lange durch. Warning. Temperature critical. Heat Damage detected. Zack. Schon geht's los. So, ich mache die Klappen mal wieder auf. Die Hitze kann entweichen. Wunderbar. Also habe ich euch das einfach mal demonstriert. Groß in der Mitte, rechts neben der Hitzeanzeige, seht ihr natürlich die Anzeige, die Main-Anzeige, nämlich das Radar. Auf diesem Radar erkennt ihr euch als Mittelpunkt und alle möglichen Objekte, die sich im Weltall befinden, die ihr anvisieren könnt, um euch herum. Das ist ein 3D-Radar, sprich, das bedeutet, diese Objekte, diese zwei grauen, sind jetzt vor mir und der Strich nach oben zeigt mir, dass die sich über mir sozusagen befinden. Das heißt, wenn ich jetzt meine Sichtweise nach oben bewege, dann habe ich da frontal auf einmal dieses Objekt, was hier in dem Sinne einfach nur so eine Überraumsignatur ist. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann sehe ich, dass dieses Objekt einen Strich nach unten bekommt, sprich ich weiß, es ist unter mir. Und so habt ihr halt eine dreidimensionale Übersicht darüber, wo sich diese Objekte um euch herum befinden. Also jetzt sind sie zwar vor mir, aber über mir, dieser Knubbel von gelben Punkten. Und jetzt sind sie praktisch geradeaus auf meiner Höhe. Wunderbar. Also das 3D-Radar ist natürlich das Hauptaugenmerk, vor allem wenn man im Dogfight ist, um zu sehen, wo ist der Gegner eigentlich, den ich gerade anvisiert habe. Man muss ja immer schauen, dass man, oder auch andere Gegner, die man vielleicht nicht anvisiert hat, wo befinde ich mich in Relation zu denen? Hängt da einer hinter mir? Muss ich mir da Sorgen machen? Rechts neben dem Radar findet ihr im Prinzip eure Geschwindigkeitsanzeige, eure Schubanzeige. Und zwar ist das im Prinzip dieser große, noch sag mal ausgegraute Balken. Wenn ich jetzt etwas Schub gebe, dann seht ihr, dass sich dieser Regler nach vorne bewegt. Und oben drüber seht ihr die Geschwindigkeitsanzeige. So. Jetzt habt ihr neben dem Hauptschub, neben dieser Hauptschubanzeige, wo ich mich jetzt hier so bewege, habt ihr da noch links daneben diesen blauen Bereich. Und ihr seht, dass mein Schubregler, Strich, den ich da habe, in diesem blauen Bereich ebenfalls blau wird. Wenn ich mich in diesem blauen Bereich befinde, dann bin ich sozusagen im optimalen Bereich, was die Beweglichkeit und Wendigkeit meines Schiffes angeht. Sprich, wenn ich hier in diesem blauen Bereich fliege, kann ich mein Schiff optimal wenden. Das ist also die optimale Mischung zwischen Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Wenn ich zu schnell bin, dann fliege ich zwar extrem schnell, aber das Wenden ist auch deutlich schwerfälliger,
Also wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen runtergehe, ich nehme Schub weg, sieht sofort, es dreht viel schneller, viel besser. Das ist also die Schubanzeige. Rechts neben der Schubanzeige habt ihr im Prinzip die Anzeige eures eigenen Schiffs. Sprich, ihr seht ein 3D-Modell eures Schiffs, den Neigungswinkel eures Schiffs, wenn ich mich jetzt hier mal so ein bisschen bewege. Ihr seht, dass die Schilde online sind und also im Prinzip das Gegenbeispiel zu dem, wenn ihr ein feindliches Schiff anvisiert habt, eure eigene Struktur mit 93% in dem Fall. Ich habe mir ja eben selbst sozusagen Schaden hinzugefügt. Und dort seht ihr natürlich auch, wenn eure Schilde nicht online sind. Ich schalte sie mal gerade wieder ab, absichtlich. Ich mache das jetzt einfach wieder über diesen stillen Flug. Der wird sowieso abgeschaltet. Ich könnte es auch anders abschalten, aber ist egal. Ist ja nur für Demonstrationszwecke. Jetzt bin ich wieder in den Normalmodus. Meine Schilde sind noch offline, deswegen blinkt es rot. Die fangen jetzt gleich an, sich wieder langsam aufzuladen. Na? Zack. Und wenn das ganze Ding sich aufgebaut hat, dann sind meine Schilde auch wieder da. Gut. Währenddessen springe ich schon mal ein, zwei da nach rechts. Dort seht ihr nämlich meine Energieverteilung. Diese Energieverteilung hat, es gibt vier Bereiche, in die ich Energie verteilen kann. Ich setze mal erstmal alles zurück. Das ist die Standardenergieverteilung. Schieße sind wieder da. Wunderbar. Ihr habt links SYS, das steht für Systeme. Dazu gehört zum Beispiel die Schilde. Wenn ich also jetzt hier mehr Energie in die Systeme pumpe, laden sich meine Schilde schneller wieder auf und halten auch etwas länger stand. Wenn ich nach oben drücke, habe ich den Antrieb, verteile Energie auf den Antrieb. Das macht sich bemerkbar direkt, wenn man fliegt, also Maximalgeschwindigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel vollen Schub nach vorne, bin bei 252. Jetzt setze ich mehr Antriebsenergie frei. Und ihr seht, er beschleunigt nochmal ein gut Stück mehr. Jetzt bin ich bei 310. Wenn ich jetzt Antriebsenergie wieder wegnehme, werde ich automatisch auch langsamer. Ein bisschen langsamer, weil ich natürlich noch die Schwerkraft bzw. die Trägheit überwunden habe und schon mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf hatte. Aber im Prinzip sieht man, was ich meine. Und rechts habt ihr die Waffenenergie. Desto mehr Energie ich auf die Waffen gebe, desto schneller kühlen die sich wieder ab, beziehungsweise desto langsamer laufen die heiß, wenn ich damit schieße, wenn es denn Waffen sind, die Wärme generieren. Erklärt sich eigentlich von alles von alleine. Und unten dieses ZRK, das heißt eigentlich nur zurücksetzen auf die Normalverteilung, dann ist alles gleichmäßig mit Energie versorgt. Ich zum Beispiel fliege, da ich meistens nicht im Kampfmodus unterwegs bin, sondern meistens eher als Händler oder so mich verdinge, habe meistens den Großteil der Energie, also fast alle Energie auf dem Antrieb, Rest auf System, keins auf Waffe. Wenn ich mal wirklich irgendwann die Waffen brauche, dann switche ich eben gerade eben um. Ja. Aber dieses Handling von Energie im Falle des Falles ist etwas, was sicherlich gelernt werden muss. Also wenn man sich im Dogfight befindet, muss man schon geübter drin sein, zu wissen, was brauche ich jetzt gerade, um meinen Feind da entsprechend zu bekämpfen. Rennt er von mir weg, brauche ich eben Antriebsenergie, habe ich gerade die Möglichkeit, voll auf seinen Rumpf zu schießen, weil seine Schilde down sind, brauche ich Waffenenergie. Also das muss man dann so ein bisschen switchen lernen. Rechts daneben wiederum, oder ganz rechts sozusagen, haben wir gleich mehrere Anzeigen. Fangen wir von oben an. Diese kleine pulsierende Linie, die ihr da seht, ist praktisch eure Wärmesignatur nochmal anderweitig dargestellt. Wenn ich jetzt mal fliege und meine Wärmesignatur steigere, ich hau jetzt nach dem Boost rein, seht ihr, dass diese Ausschläge von dieser pulsierenden Linie immer größer werden. Das ist also nochmal so eine Art optische Anzeige für euch, die euch zeigt, wie gut ihr sichtbar seid. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder diesen stillen Flugmodus einstelle, ist sie komplett verschwunden, weil ich praktisch überhaupt nicht mehr sichtbar bin auf den Scannern anderer Schiffe, weil ich ja gerade überhaupt keine Wärme ausstoße. Also, Wärmesignatur. Darunter Treibstoffanzeige. Da steht jetzt 0,21 pro Stunde.
ist ein bisschen schwer zu verstehen oder zu erklären, weil ich habe da im Prinzip zwei Treibstoffanzeigen. Ich würde von diesen, also ich habe einmal diesen Strich und darunter diese Balken, die so gestaffelt sind. Ich würde jetzt, wenn ich mit der Geschwindigkeit so geradeaus einfach weiterfliege, 0,21 dieser darunter gelegenen Balken verbrauchen. Das sind sowas wie Container, in denen Treibstoff sich befindet. Jedes, wenn ich normal fliege, verbrauche ich Treibstoff. Und diese Anzeige zeigt mir, wann der Container, das wäre jetzt bei mir halt der zweite Container von rechts, der erste ist schon verbraucht, erst von rechts gesehen, wann dieser Container leer gehen würde. Wenn ich einen Hyperjump mache und in ein anderes Sternensystem springe, verbrauche ich immer genau einen dieser Container. Klingt jetzt irgendwie kompliziert, großartig darauf achten muss man eigentlich aber nicht sonderlich. Klar, wenn man ohne Treibstoff irgendwo landet und strandet, ist man am Arsch. Aber im Normalfall, wenn man einfach nur so Handelsrouten fliegt und ein paar Systeme abspringt oder so, läuft man da nicht Gefahr, großartig sich in Treibstoffnot zu kommen, wenn man denn immer mal wieder auftankt auf den Stationen. Darunter haben wir noch andere Anzeigen. Das ist die Massesperre, das Fahrwerk und der Frachtgreifer. Die sind jetzt alle ausgegraut, weil die gerade eben alle nicht aktiv sind. Ich kann jetzt ja mal das Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk ausgefahren, leuchtet das Ding blau, weiß ich sofort, ha, Fahrwerk ist draußen. Wenn ich das Fahrwerk draußen habe, sinkt übrigens auch meine Maximalgeschwindigkeit deutlich. Also mit Fahrwerk ist man in so einer Art Landemodus und kann wesentlich weniger schnell fliegen. Das Handykey jetzt wieder wegnehme, gibt sofort wieder mehr Schwung. Der Frachtgreifer, der ist da, um halt Fracht, die im Weltraum rumtreibt, aufzufangen, aufzunehmen. Und der die Massesperre bedeutet, ihr seid nicht in der Lage, einen Hyperjump zu machen, beziehungsweise in den Supercruise-Modus umzuspringen. Und das ist immer dann, wenn ihr zu nah an großen Masseobjekten seid oder Objekten seid, die diese Massesperre aktiv haben, zum Beispiel diese Raumstation. Also wenn ich jetzt irgendwann dann zu nah an dieser Raumstation dran bin, leuchtet das Ding auch blau. Und dann kann ich keinen Hyperjump machen, den ich jetzt machen könnte, weil jetzt bin ich weit genug weg. Muss man also gucken, dass man dann einfach wegfliegt von dem Ding und dann kann man wieder springen. Wunderbar. Ja, damit haben wir den größten Teil des Cockpits eigentlich schon durch, die untere Cockpitleiste. Jetzt gucken wir uns gerade nach oben die beiden Cockpitleisten an. Beziehungsweise die zwei Informationsfelder oben links. Da haben wir einmal die Kommunikationsleiste. Dort sind Nachrichten, die ihr entweder von anderen Spielern geschrieben bekommen habt oder eben jetzt hier in dem Fall einfach Nachrichten, dass ich die waffenfreie Zone verlassen habe, dass ich gescannt worden bin, ob ich illegale Waren dabei habe. Nein, war natürlich nicht der Fall, also alles sauber, alles ist gut. Nachrichten zwischen Schiffen und Spielern, also zwischen Spielern und Schiffen zu euch. Hier auf der rechten Seite habt ihr das Infofeld, wo jetzt gerade nichts aufploppt, weil seitdem ich jetzt spiele noch keine Info da ist, da ploppt dann zum Beispiel auf neuer Kontakt entdeckt, wenn ihr einen neuen Planeten entdeckt, ploppt das da auf als unbekanntes astrologisches Objekt, das ihr da entdeckt. Das ist einfach nur so ein Infofeld, dass ihr merkt, okay, da passiert gerade irgendwas um mich rum. An sich ist das jetzt hier zum Beispiel mein Cockpit. Es sieht ein bisschen anders aus als das normale Startcockpit, weil ich jetzt nicht mehr im Startschiff bin. Ich habe mir schon ein anderes Schiff gekauft, aber die Anzeigen hier vorne sind bei allen Schiffen gleich. Ihr seht übrigens auch hier unten, dass mein Mensch, der hier sitzt, das macht, was ich auch mache. Wenn ich hier Schub gebe, bewegt sich der Schubarm. Wenn ich meinen Joystick bewege, bewegt sich der Joystick. Das ist wirklich lustig. Guckt man zwar nicht so oft hin, aber ist schön gemacht. Gut, dann haben wir noch, um das Ganze abzuschließen, zwei wichtige Anzeigen noch. Und zwar hier einmal links. Das ist sozusagen euer
Hauptmenü alles, was Missionen, Kontakt und Navigation angeht. Wie genau die Navigation und so weiter funktioniert und die Missionen und alles, erkläre ich euch mal ein anderes, aber nur damit ihr es mal gesehen habt, das ist halt hier links. Dort habt ihr hier die Übersicht über Sternensysteme, die Missionen, die ihr gerade aktiv habt, Kontakte, die ihr auf dem Scanner halt habt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, hier rechts, habt ihr ein Informationsmenü über euch und euer Schiff. Sprich, ihr seht hier, welchen Kontostand ich gerade habe, der übrigens sehr gering ist, weil ich mir gerade das Schiff neu gekauft habe. Ihr seht, dass ich meistens harmlos bin, wie mein Ruf bei den Föderationen ist, bei den Fraktionen ist. Die Energieverteilung, da machen wir auch nochmal ein eigenes Video zu. Die Waffengruppen, ob ich Fracht an Bord habe. Und welche Funktionen in meinem Schiff gerade aktiviert sind oder nicht. Die kann man auch allein auch ausschalten, zeige ich euch aber wann anders. So. An sich war das das ganze Cockpit. Jetzt dürftet ihr wissen, was alle Anzeigen euch zu sagen haben, wofür sie da sind und nicht und ob sie nützlich sind und nicht. Und ich würde sagen, ich beende mein erstes Video an dieser Stelle und wünsche euch viel Spaß bei Elite Dangerous. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's um die Navigation. Ciao, ciao, euer Kaffee.